ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen haben die regierenden Koalitionen ihre Mehrheiten verteidigt. In Bayern kann Ministerpräsident Söder von der CSU sein Bündnis mit den Freien Wählern fortsetzen. In Hessen gewann die CDU von Ministerpräsident Rhein deutlich Stimmen hinzu und kann mit den etwas geschwächten Grünen weiter regieren. Zunächst nach Bayern. Hier bleibt die CSU klar stärkste Kraft, liegt aber in den Hochrechnungen etwas unter ihrem Ergebnis von der vorigen Wahl. Ihr Koalitionspartner, die Freien Wähler, gewann deutlich hinzu. Auch die AfD schnitt stärker ab, während die drei Parteien, die im Bund als Ampelkoalition regieren, in Bayern Stimmenanteile verlieren. Die FDP rutscht dabei unter die 5%-Hürde. Zu einem Debakel wurde die Bayernwahl. Und jetzt zu Jörg Schönborn. Genau, mit den aktuellen Hochrechnungen, das Stichwort Debakel gilt für die SPD in beiden Bundesländern. Für die AfD ist dieser Wahlsonntag zum Triumph geworden. Es gibt eine Verschiebung ins konservative und rechte Lager im politischen Spektrum, von dem in Bayern die CSU nicht profitieren kann. Sie ist stärkste Partei mit 36,7%, allerdings das wohl schlechteste Ergebnis seit 1950. Die Grünen verlieren knapp 3 Punkte, 14,8. Die Freien Wähler mit ihrer bisher besten Leistung, 15,3%. Die AfD schiebt sich jetzt auch in Bayern auf den zweiten Rang unter den Parteien, 15,9%. Die SPD sackt ab, historisches Tief, 7,9. Die FDP ist mit 2,8% nicht im Landtag vertreten. Dort gibt es zahlreiche Überhang- und Ausgleichsmandate. Wir gehen im Moment von 84 Sitzen für die CSU aus, 33 für die Grünen. Die Freien Wähler kommen auf 34, AfD 36 und SPD 18%. Die von Ministerpräsident Söder angekündigte Koalition aus CSU und Freien Wählern hat mit Sicherheit auch im neuen Bayerischen Landtag eine deutliche Mehrheit. Die Wahlbeteiligung bleibt mit einer Größenordnung von fast 75% auf höchstem Niveau. Die Wählerwanderung für die CSU in Bayern zeigt eine deutliche Verschiebung. Auf der einen Seite starke Verluste hin zu den Freien Wählern und zur AfD. Diese Stimmen machen rund 3,5 Prozentpunkte für die CSU aus. Und das Ganze holt sie sich aus dem bürgerlichen und linken Lager zurück. 90.000 Stimmen von den Grünen, 60 von der FDP, 50 von der SPD. Den größten Gewinn in Bayern erzielt die AfD, rund 5 Prozentpunkte. Und sie erzielt es mit dem Thema, das auch bei vorangegangenen Wahlen ihr Erfolgsthema war. Mehr als die Hälfte der Wählerinnen und Wähler der Partei sagt, ich habe wegen der Zuwanderungspolitik die AfD gewählt. Es folgt die wirtschaftliche Entwicklung und das Thema innere Sicherheit. Das ist das Profil, mit dem die AfD es jetzt auch in Westdeutschland in Landtagen zur zweitstärksten Partei schaffen kann. Jetzt hier im Wahlstudio die Gesprächsrunde mit Christian Nitsche. Ja, und ich begrüße bei mir den bayerischen Ministerpräsidenten von der CSU, Markus Söder, von den Grünen, Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzender, und Martin Böhm, Spitzenkandidat der AfD. Herr Söder, Wahlergebnis vom letzten Mal konnten Sie in etwa behaupten, aber die Ergebnisse wachsen nicht in den Himmel. Das konservative Spektrum auszuschöpfen gelingt der CSU nicht mehr so wie früher. Was ist Ihr Befund? Ich weiß nicht, ob die AfD konservativ ist. Im Gegenteil, die sind großen Teilen rechtsextrem. Aber die Freien Wähler zumindest sind auch recht stark. Hat sich in der Tat ergeben. Aber wir haben ja auch einen sehr turbulenten Wahlkampf gehabt mit Dingen, die es normalerweise nicht gegeben hat, wie einer sogenannten Flugblattaffäre. Ich finde, durch einen großen Schlusssport, den wir gemacht haben, haben wir am Ende ein sehr stabiles Ergebnis erzielt, einen klaren Wählerauftrag bekommen als CSU. Klarer Wählerauftrag an mich persönlich als Ministerpräsident. Eine starke und stabile Demokratie in Bayern weiter zu sichern. Und diesen Auftrag werden wir auch wahrnehmen, und zwar sehr konsequent und sehr rasch. Herr Hartmann, wie sehr hat das Heizungsgesetz der Ampelkoalition Ihr Ergebnis nach unten gedrückt? Früher waren Sie bei der letzten Wahl der strahlende Gewinner auf der Oppositionsbank, jetzt nicht mehr.
Naja, erstmal mal einordnen. Wir haben weiterhin das zweitbeste Landtagswahlergebnis unserer Geschichte eingefahren. Also nicht beim schlechtesten, beim zweitbesten Ergebnis. Und jetzt uns den Wind ins Gesicht geblasen hat, das war hinreichend bekannt. Dafür haben wir jetzt ein ganz gutes Ergebnis eingefahren. Und ich würde sagen, wir Grüne sind auch fest in Bayern verankert und gehören aber zu Bayern. Aber nicht mehr Oppositionsführer jetzt, nach jetzigem Stand? Nach dem aktuellen Stand nicht. Da schauen wir mal, was der Abend noch bringt. Es sind noch nicht alle Wahllokale ja komplett ausgezählt. Ich hoffe weiterhin, dass wir Grüne zweitstärkste Kraft sind. Ich bin überzeugt, es tut unserem Land der Demokratie gut, dass deine demokratische Partei die zweitstärkste Kraft ist. Herr Böhm, es gibt Bewegungen in der Flüchtlingspolitik. Die Ampelkoalition versucht da zu reagieren und will auf europäischer Ebene da auch Bewegung reinbringen. Kann es sein, dass doch auf absehbarer Zeit Ihr Kernthema Ihnen etwas abhanden kommt? Also wir können in den letzten Jahren verfolgen, dass die Bestrebungen, speziell jetzt seitens der Ampelabrisstruppe in Berlin, natürlich keinerlei signifikante Änderung in der Migrationspolitik zu uns gebracht hat. Im Gegenteil, wir sind an vielen Stellen den Vorgaben aus Brüssel unterworfen. Unsere Bundesregierung hat es nicht fertiggebracht, zum Beispiel sichere Herkunftsstaaten weiter auszurufen. Es wird noch ein langer und steiniger Weg, bis wir die Migrationspolitik, die ich, ohne pathetisch zu sein, als Mutter aller Probleme bei uns in Deutschland bezeichnen will, bis wir die in den Griff bekommen. Herr Söder, noch eine Frage. Welche Koalition streben Sie an? Und wird diese Koalition, mit den Freien Wählern ist ja geplant, dann ein Bollwerk gegen Rechtsextremismus sein können? Ja, das wird es auf jeden Fall. Dafür stehe ich auch ganz persönlich. Aber das Wichtigste ist, wir haben vor der Wahl versprochen, eine bürgerliche Regierung fortzusetzen, die letzten 5 Jahre gut gearbeitet hat. Die Ergebnisse in der bayerischen Politik sind ja wirklich echt mehr als sehenswert. Bayern geht es besser als nahezu allen anderen Bundesländern. Und wir werden genau diese Stabilität, die ich versprochen habe, auch dann nach der Wahl halten. Und deswegen wird es Gespräche geben die Woche mit den Freien Wählern. Und ich denke, wir werden rasch zu einer guten Regierungsbildung kommen. Und die Sticheleien mit den Freien Wählern, die zuletzt waren, wie sehr ist das eine Belastung? Also ich glaube, manches wird sicherlich noch besprochen werden müssen und aufgearbeitet werden müssen. Aber man hat an den heutigen Stellungnahmen gemerkt, es ist schon deutlich anders als noch vor 1-2 Wochen. Insofern glaube ich, hilft dieses Wahlergebnis, manche Gemüter zu beruhigen und am Ende zu einem klaren Regierungsauftrag auch aller Beteiligten zu finden. Vielen Dank an die Runde und damit zurück zu Jens Riewer. Zu einem Debakel wurde die Bayernwahl für SPD und FDP. Die Sozialdemokraten erreichen wohl ihr schlechtestes Ergebnis überhaupt und die Liberalen scheiden aus dem Landtag aus. Triumphieren können dagegen die Freien Wähler. Sie legten nach der Flugblattaffäre ihres Vorsitzenden Aiwanger deutlich zu. Jubel bei den Freien Wählern. Sie können auch bei dieser Landtagswahl zulegen. Hubert Aiwanger, Spitzenkandidat und bayerischer Wirtschaftsminister. Er war das Zugpferd seiner Partei, die zusammen mit der AfD für einen deutlichen Rechtsruck in Bayern sorgt. Die Affäre um ein antisemitisches Flugblatt schadete Aiwanger offenbar nicht. Wir sind für unsere Bürger und von unseren Bürgern in dieses Parlament gewählt und werden unseren Dienst weiterhin im Sinne der Bürger umsetzen, werden uns weiterhin rückkoppeln. Was will denn die Mehrheit der Bevölkerung? Lange Gesichter dagegen bei den Sozialdemokraten. Wieder nur einstellig, noch schwächer als vor 5 Jahren. Das schlechteste Ergebnis der Bayern-SPD überhaupt. Spitzenkandidat von Brunn warnt vor politischen Verschiebungen. Was mir große Sorgen macht, ist, dass sowohl der Populismus als natürlich auch der Rechtsextremismus sowohl in Bayern als auch in Hessen Erfolge erzielt haben. Und wir müssen uns alle als Partei in der demokratischen Mitte überlegen, was wir dagegen tun können. Weil das, was dort geboten wird, das sind keine Lösungen. Auch ein bitterer Abend für die Liberalen. Sie haben ihr Wahlziel nicht erreicht. Das Ergebnis ist enttäuschend. Es war aber nicht überraschend. Die Umfragen haben ja in den letzten Monaten schon gezeigt, dass die FDP Schwierigkeiten bekommen wird, in den Landtag wieder einzuziehen. Nach 5 Jahren im Landesparlament ist die FDP in Bayern deutlich an der 5%-Hürde gescheitert. In Hessen ist Ministerpräsident Rhein der klare Wahlsieger. Seine CDU legte stärker zu als jede andere Partei. Das gleicht die Verluste des grünen Koalitionspartners mehr als aus. Die SPD holt mit Bundesinnenministerin Faeser als Spitzenkandidatin ihr bisher schlechtestes Ergebnis. Die AfD gewinnt stark hinzu und wird zweitstärkste Kraft. Und damit nochmal zu Jörg Schönenborn mit den aktuellen Zahlen. In Hessen werden die Ampelparteien deutlicher abgestraft als in Bayern. Rund 12 Punkte verlieren sie und die CDU kann schon wie in Berlin und Schleswig-Holstein am stärksten davon profitieren. Sie steht in der aktuellen Hochrechnung bei 34,5%.
Die Grünen verlieren 5 Punkte auf 14,7. Die SPD knapp davor mit ähnlichen Verlusten, 15,2. Die AfD mit 17,7% zweitstärkste Kraft mit ihrem bisher besten Ergebnis in einem westdeutschen Bundesland. Für die FDP kann es bitter werden. Im Moment ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie im Hessischen Landtag nicht vertreten ist. Dann wäre sie nur noch in der Hälfte der Landesparlamente vertreten. Die Linke scheidet aus dem Landtag mit 3% aus, Freie Wähler 3,6% und die anderen Parteien 6,4%. Im Landtag ist die CDU klar stärkste Fraktion, 46 Mandate, die Grünen 20, die SPD ebenfalls 20, zweitstärkste Kraft die AfD und die FDP voraussichtlich nicht mehr vertreten. Das bedeutet, dass Ministerpräsident Rhein seine Koalition mit den Grünen fortsetzen kann. Eine klare Mandatsmehrheit gibt es auch für eine Koalition mit der SPD. In Hessen zeigt die Wählerwanderung, wie es der AfD gelungen ist, aus allen Richtungen Stimmen zuzugewinnen, vor allem aus dem linken Lager. Von der SPD 24.000 Stimmen, von den Grünen 7.000, von der Linken 11.000. Das sind zusammen deutlich mehr Stimmen als aus dem bürgerlichen Lager von CDU und FDP mit 9.000 und 20.000 Stimmen. Die CDU baut ihren Erfolg, das ist nicht üblich für die CDU, durchaus auf Gewinnen in den mittleren Altersgruppen. Die stärksten Zugewinne gibt es in der Gruppe der 45- bis 59-Jährigen. Hier 10 Punkte zugelegt. Damit hat die CDU offenbar davon profitiert, dass sie den Ton in der Asyl- und Zuwanderungspolitik im Laufe des Wahlkampfs verändert hat. Und nun zur Gesprächsrunde nach Wiesbaden ins Wahlstudio. Ja, die Deutlichkeit dieses CDU-Wahlsiegs hat, glaube ich, einige überrascht. Selbst die CDU dürfte dazugehören. Und wir haben jetzt hier Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU. Wir haben Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD und Robert Lambrou von der AfD, die momentan an zweiter Stelle steht. Herr Rhein, Sie haben einen klaren Regierungsauftrag. Sie haben mit großem Abstand gewonnen. Wen hätten Sie da gerne als Partner, die Grünen oder die SPD? Das ist ein schönes Ergebnis und mein Dank gilt natürlich den Wählerinnen und Wählern, aber auch unseren vielen Wahlkämpfern. Ja, und es ist auch ein klarer Regierungsauftrag für die Union. Und jetzt wird man sondieren müssen, mit wem man was am Ende wirklich hinbekommen kann. Wir bieten diese Gespräche selbstverständlich an unserem Koalitionspartner, den Grünen, aber auch den Sozialdemokraten, auch den Freien Demokraten, sofern sie in den Landtag kommen. Und dann wird man schauen müssen, mit wem können wir am meisten umsetzen. Also, dass es einfach bei Schwarz-Grün bleibt, ist auch heute Abend nicht ausgemachte Sache für Sie? Nein, ich glaube, man muss schon sehr genau schauen. Da ist ja etwas geschehen bei dieser Wahl und auch ein Auftrag ausgesprochen worden und auch eine Positionierung ausgesprochen worden. Und deswegen muss man wirklich mit allen sprechen. Ich finde, auch Demokraten müssen untereinander anschlussfähig sein. Frau Faeser, die SPD hat das schlechteste Ergebnis aller Zeiten in Hessen erreicht. Wofür wurden Sie abgestraft? Für den schlechten Wahlkampf, den die SPD in Hessen gemacht hat, oder für Ihre Rolle in der Bundespolitik, die abgestraft wurde? Also als Erstes möchte ich Herrn Rhein und der CDU zu dem großen Wahlerfolg gratulieren. Wir haben ein sehr enttäuschendes Ergebnis. Sie haben es zu Recht angesprochen. Wir werden das jetzt auswerten, was die Ursachen im Einzelnen dafür sind. Im Moment ist meine Partei hier in Hessen sehr stabil. Ich freue mich über große Solidarität, die ich heute Abend schon in den Gremien bekommen habe. Können Sie dann bei einem solchen Ergebnis Bundesinnenministerin bleiben? Was sagt der Kanzler? Hatten Sie mit dem Kontakt? Also es geht jetzt nicht um Schnellschüsse, sondern es geht jetzt darum, in den Gremien die weiteren Dinge zu besprechen. Und da bin ich ganz zuversichtlich. Ich habe sehr viel Solidarität heute aus Berlin erhalten. Herr Lambrou, die AfD hat davon profitiert, dass das Thema Migration eine große Rolle gespielt hat. Nicht unbedingt ein landespolitisches Thema. Jetzt glaube ich, haben alle anderen Parteien gemerkt, dass bei diesem Bereich was geschehen muss. Wenn das wegfällt, womit machen Sie hier Opposition im Hessischen Landtag? Es ist das wichtigste Thema. Wir sehen in vielen gesellschaftspolitischen Bereichen, die Masseneinwanderung hat viele Probleme nicht geschaffen, aber sie verschärft sie dramatisch. Die Bürger spüren das und sie spüren, dass die anderen Parteien nicht zu einem Politikwechsel bereit sind. Und darauf reagieren sie mit der Wahl der AfD. Und wenn Sie dieses Thema nicht mehr haben, was wird dann Ihr Oppositionsschwerpunkt hier sein? Wir werden neben dem Thema Masseneinwanderung auch die ganzen anderen Themen aufrufen, die wir in unserem 55-seitigen Wahlprogramm haben. Und das sind auch die Themen, die Bürger uns genannt haben im Hessentrend als die drängendsten Probleme. Bildung, Verkehr, Inflation, Energie, da gibt es vieles.
Herr Rhein, Sie haben relativ moderate Töne angeschlagen zum Thema Migration, haben sich sogar von Ihrem Parteivorsitzenden Friedrich Merz zweimal absetzen müssen in diesem Wahlkampf. Ist das ein guter Hinweis für die Bundes-CDU, wie sie damit umgehen sollte? Nein, ich habe mich nicht absetzen müssen von Friedrich Merz. Naja, das haben Sie gemacht bei der Brandmauer-Diskussion und auch... Also wir haben einen klaren Kurs gefahren in der Frage. Ich glaube, die Grundlage für Wahlerfolge der Union sind Geschlossenheit und die Freude an der Gemeinsamkeit. Und das ist, glaube ich, etwas Typisches für die Hessen-CDU. Das ist unser Erfolgsrezept und es hat funktioniert. Ja, vielen Dank und zurück zu Jens Rieber. Die FDP muss in Hessen bangen, ob sie im Landtag bleibt. In den Hochrechnungen liegt sie dicht an der 5%-Hürde. Die Linke verfehlt sie deutlich und ist im Heimatland ihrer Bundesvorsitzenden Wissler nicht mehr im Landtag vertreten. Tapfer klatschen sie die hessischen Grünen, obwohl die Verluste nach dem Rekordergebnis vor 5 Jahren erheblich sind. Nur noch viertstärkste Partei. Immerhin, es würde für eine Fortsetzung der schwarz-grünen Koalition reichen. Wenn ihr euch diese Hochrechnungen jetzt anschaut, dann ist das einfach so. Alle Parteien, die an der Bundesregierung beteiligt sind, hatten keinen Rückenwind und wir mussten bergauf kämpfen. Zittern bei den Freien Demokraten. Nach Verlusten hängen sie am seidenen Faden. Der Einzug in den Hessischen Landtag ist unsicher. Auch die Hessen-FDP sieht die Schuld in der Hauptstadt. Jetzt ist das mit der Ampel in Berlin nicht so einfach. Bettina hat's gesagt. Und man sieht ja, alle 3 Ampelparteien haben verloren. Aber wir haben uns als eigenständige Kraft hier in Hessen präsentiert. Und das war mir auch wichtig, dass wir eigenständig bleiben. Die Linken schaffen es nicht mehr in den Hessischen Landtag. Fast 3 Prozentpunkte verloren. Nach 15 Jahren sind sie nicht mehr dabei. Das ist natürlich für uns erstmal eine bittere Prognose mit 3,5% in beiden Prognosen. Aber was mir wichtig ist, ist erstmal Danke zu sagen. Danke, dass ihr hier seid, dass so viele Menschen heute hierher gekommen sind, um zu zeigen, die Linke hält zusammen. Und so bleiben der Linkspartei nur traurige Gesichter zu den obligatorischen Blumensträußen. In Berlin räumten Vertreter der Ampelparteien ein, dass die Politik der Bundesregierung wenig Rückenwind für die Landtagswahl gebracht habe. Für die SPD kündigte Co-Parteichef Klingbeil an, darüber werde intern zu diskutieren sein. Dagegen führte CDU-Generalsekretär Linnemann den Sieg in Hessen auf die Geschlossenheit der Union zurück. Die AfD sieht sich durch ihre Zugewinne in ihrem Kurs bestätigt. Nachgefragt bei Daniel Pokraka in Berlin, welche weiteren Reaktionen gibt es in der Bundespolitik? Ja, der FDP-Generalsekretär Dzierzeray sagt, die Verluste der FDP hätten bundespolitische Gründe und darüber müsse man in der Ampelkoalition reden. Klingt nicht nach Frieden. Auch Grünen-Chef Nuripur findet, Rückenwind aus dem Bund habe es sicher nicht gegeben. Und für die AfD, die in Bayern und Hessen dazu gewonnen hat, sagt Parteichefin Weidel, das liege sowohl an der Arbeit der AfD in den Landesparlamenten als auch an der Unbeliebtheit der Bundesregierung. Und was bedeuten nun diese Ergebnisse für die Parteien im Bundestag? Na, die Zusammenarbeit in der Ampelregierung wird wohl kaum leichter, denn die FDP fliegt ja aus mindestens einem weiteren Landtag raus, muss politisch punkten, notfalls auf Kosten der Koalitionspartner. Vielleicht schon bei der Begrenzung der Migration und da könnten dann vor allem die Grünen zu schmerzhaften Kompromissen gezwungen werden. Und die SPD, bei der kann man schon die Frage stellen, ob Innenministerin Nancy Faeser ihr Amt behalten kann, denn sie hat ja in Hessen das schlechteste SPD-Ergebnis kassiert, das es dort je gab. Die CDU, die könnte nach dem Sieg von Boris Rhein in Hessen darüber diskutieren, ob schwarz-grüne Bündnisse vielleicht doch ein Zukunftsmodell sind. Und die CSU spricht vielleicht über die Gefahr, die für sie von den Freien Wählern ausgehen könnte, nämlich irgendwann als zusätzliche Stimme Bayerns auch im Bund. Die AfD ist längst nicht mehr nur Protestpartei, sondern wird mehr und mehr aus Überzeugung gewählt. Und für die Linke ist dieser Wahlabend ein weiterer Schritt in Richtung Bedeutungslosigkeit. Danke, Daniel Pokraka in Berlin. Die aktuellen Hochrechnungen für beide Landtagswahlen gibt es den ganzen Abend über bei tagesschau.de, ebenso wie Analysen und Grafiken. In Israel sind bei den islamistischen Angriffen der Hamas laut Medienberichten mindestens 700 Menschen getötet worden. Die israelische Regierung rief inzwischen den Kriegszustand aus. Das ermögliche weitgehende militärische Schritte. Am Morgen griff auch die Hisbollah-Miliz Israel mit Raketen an. Aus dem Libanon feuerte sie auf israelische Stellungen nahe den Golanhöhen.
Die Hamas hatte ihren Angriff gestern begonnen mit Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen. Der Süden Israels heute Vormittag. Immer mehr Militär trifft ein, hier nahe der Grenze zu Gaza. Noch immer kommt es zu Kämpfen mit militanten Palästinensern, die seit gestern Israel angreifen, Menschen töten, noch immer Geiseln halten. Hunderte Schicksale ungewiss. Wie das seiner Frau und der beiden Töchter, 2 und 5 Jahre. Sie waren bei den Großeltern, als der Angriff begann. Auf einem Video ist zu sehen, wie palästinensische Terroristen sie entführen. Jetzt sucht er verzweifelt nach Lebenszeichen. Ich versuche, positiv zu bleiben und zu glauben, dass etwas passieren wird. Dass mein Land, der Premierminister, die Regierung irgendetwas tun wird, um so schnell wie möglich meine Familie zurückzubringen. Denn Babys sind Babys, Frauen sind Frauen. Man kann sie zuerst freilassen und dann vielleicht später über andere Dinge verhandeln. Das israelische Sicherheitskabinett bestätigt heute, 100 Geiseln befinden sich in Gewalt der Hamas, vom Westen als Terrororganisation eingestuft. Einen Plan, wie man sie befreit, gibt es nicht. Beobachter gehen davon aus, dass ein massiver Angriff auf Gaza bevorsteht. Die Eroberung des Gazastreifens ist für mich nicht das Ziel. Wenn wir mit Truppen reingehen, dann nur örtlich und punktuell. Wir müssen den höchstmöglichen Preis vom militärischen und politischen Flügel der Hamas einfordern. Wir müssen die kommenden Tage ausnutzen, bevor Hamas sich organisiert und bevor der internationale Druck auf uns wächst. Der gegenseitige Raketenbeschuss zwischen Israel und der im Gaza regierenden Hamas geht den 2. Tag in Folge weiter. Und auch die Spannung mit dem Libanon nimmt zu. Sophie von der Tann in Aschkelon. Israel hat offiziell den Kriegszustand ausgerufen. Was bedeutet das nun? Das bedeutet, dass die Regierung in der Lage ist, weitreichende Militäroperationen im Gazastreifen anzuordnen. Das bedeutet auch, dass das öffentliche Leben in Israel eingeschränkt werden kann, dass also Straßensperren errichtet werden können oder die Versammlungsfreiheit eingeschränkt werden kann. Ich stehe hier gerade in Aschkelon, etwa 10 Kilometer nördlich vom Gazastreifen. Hier ist gestern eine Rakete eingeschlagen. Die Leute sind nach wie vor schockiert, haben Angst, besonders auch, weil palästinensische militante Kämpfer nach wie vor auf israelischem Boden sind. Und wir können hier auch israelische Kampfjets hören, die Angriffe auf den Gazastreifen fliegen. Wir hören die Detonationen. 800 Ziele hat das israelische Militär schon angegriffen, laut eigenen Angaben. Und das führt auch zu vielen Toten auf der palästinensischen Seite, darunter auch Frauen und Kinder. Sophie von der Tann in Aschkelon, vielen Dank. Bei ihren Angriffen hat die Hamas nach israelischen Angaben mindestens 100 Menschen entführt. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, darunter seien wohl auch deutsche Staatsangehörige. Demnach haben sie neben der deutschen auch die israelische Staatsbürgerschaft. Man stimme sich eng mit den israelischen Behörden ab. Zur Lage in Nahost gibt es auch heute einen ARD-Brennpunkt, gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Bei den schweren Erdbeben in Afghanistan sind nach Angaben der Taliban-Regierung mehr als 2000 Menschen ums Leben gekommen. Die Erdstöße hatten gestern die im Westen des Landes gelegene Provinz Herat erschüttert. Die beiden heftigsten hatten laut US-Erdbebenwarte eine Stärke von 6,3. Mehr als 1000 Häuser sollen eingestürzt sein. Hunderte der Opfer seien in den Trümmern begraben worden. Außerdem gäbe es mehr als 1000 Verletzte. Zum Sport. In den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga hat Bayern München mit 3:0 gegen Freiburg gewonnen. Zuvor besiegte Tabellenführer Leverkusen Köln ebenfalls mit 3:0. Bei der Turnweltmeisterschaft in Antwerpen hat der Deutsche Lukas Dauser Gold geholt mit einer Übung am Barren. Er ist nach 16 Jahren der erste deutsche Turner mit einem solchen Titel. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 9. Oktober. In der Nacht ist es im Norden und Osten meist bedeckt. Vielerorts regnet es, von der Nordsee bis nach Brandenburg auch mal kräftig. Im Süden und Westen bleibt es meist trocken. Morgen scheint nach Südwesten hin ab und zu die Sonne, vor allem Richtung Oberrhein, Saar und Mosel. Später auch im Nordosten Lichtblicke, sonst viele Wolken und gebietsweise Regen. In der Nacht am Nordrand der Eifel noch 16, in Vorpommern 4 Grad. Morgen im Norden nur 12 bis 15, im Südwesten bis zu 28 Grad. In einem Tagesthemen extra gegen 22.10 Uhr geht es bei Ingo Zamperoni um die Konsequenzen aus den Wahlergebnissen von Bayern und Hessen.
Außerdem fragen wir nach, wie Israel auf die Angriffe der Terrororganisation Hamas reagiert.